Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ja, ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr einschaltet. Ja, zu einer neuen Folge Trains hier auf diesem Kanal. Und wie ihr sehen könnt, unschwer um ein weiteres Straßenbahn-DLC-Add-on-Standalone. Denn das Ganze ist hier nämlich Trains Classic Carbon City, so nennt sich das Ganze. Das bekommt ihr aktuell auf Steam für 9,99 €. Handelt sich hierbei natürlich um ein Standalone von den ganzen Trains, damaligen Add-on, was man kaufen konnte. Und ja, das ist es. Wir haben hier eine komplette Stadt, zwei verschiedene Straßenbahntypen und das ist Modell Nummer Uno. Und sind hier mal gerade mal bei einer Mitfahrt dabei. Das heißt, die KI steuert diesen Zug und wir können hier uns mal so ein bisschen das Ganze mal anschauen. Ihr seht, es ist natürlich schon ein bisschen älter. Das Ganze ist natürlich Trains. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, um die 2005 oder sowas. 2006 war das Ganze. Haben wir hier allerdings eine riesengroße City, die allerdings doch relativ unbelebt ist. Schade. Aber, wie gesagt, die ersten KI-Fahrzeuge sind drin. Man kann dann natürlich hier wieder eigene Aufgaben erstellen und man kann natürlich hier selbst Hand anlegen. Aber man kann so sich auch mal ein bisschen so die ganze Grafik anschauen. Und wie man hier sieht, es ist halt wirklich eine große Stadt, die wir hier befahren können mit den Straßenbahnen. Also zu damaligen Zeiten, muss man ganz ehrlich sagen, war das schon auf einem sehr, sehr hohen Stand. Ja, also holy shit. Was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ihr die letzte Folge doch ziemlich geschaut habt und doch ziemlich gut fand. Ja, hat mich dann ein bisschen bestärkt, hier mal ein bisschen weiter reinzugucken. Hier sehen wir es zum Beispiel, Trains Railroad Simulator 2006. Dass ich mir auch mal die älteren Teile nochmal besorgt habe auf Rebay. Ey Leute, die kosten mittlerweile 2-3 Euro. Also da kann man auf jeden Fall mal trotzdem mal vorbeischauen. Auch wie gesagt, Trains Classic Carbon City ist natürlich eine Standalone-Erweiterung, die ihr kaufen könnt. Also ihr braucht kein Hauptspiel davor oder sowas und könnt das Ganze denn hier einfach mal euch in diese Straßenbahn hier reinsetzen. Wir haben jetzt, fahren jetzt aktuell zur ersten Haltestelle. Deswegen fahren wir jetzt hier gerade mal so ein bisschen kreuz und quer. Die ganzen Pfeile, die ihr seht, das sind natürlich die Weichen, die wir hier stellen können. Ja, also das ist einfach wundervoll. Und das sieht echt hübsch aus. Ja? Ich meine, ein bisschen futuristisch, ja, okay. Aber so an sich, muss ich ganz ehrlich sagen, hat das schon was. Und das ist damals schon alles gab, ja, ich als Microsoft Train Simulator Liebhaber habe natürlich einen großen Bogen um Trains gemacht, ja, was vielleicht eventuell ein bisschen schade ist, aber ich meine mich zu erinnern, dass damals auch Trains bei mir so gar nicht lief, ja, auf meinen älteren Systemen, die ich damals hatte und heute kann man sich das Ganze angucken, allerdings sehen wir hier natürlich viele, viele Fehler, flackernde Texturen, ja, zum Beispiel, wir haben hier Bäume, ja, oder auch Ampeln, Signale zum Beispiel, wo wir dann auf einmal die Straßenbahn nicht mehr sehen, ja, die wird komplett verschluckt, ja, weil da vielleicht irgendwas da nicht richtig angezeigt wird, also auch ist natürlich hier das Ganze gebrandmarkt, ne, die ganzen Fehler, die es damals gab, sind heute vorhanden, ja, oder vielleicht erst neu dazugekommen, weil natürlich zu der damaligen Zeit diese ganzen Grafikkarten, die Auflösung und Co. alles nicht existiert hatten. Hier muss man aber sagen, was ich persönlich halt richtig, richtig toll finde, ist die Tatsache, dass wir das Ganze hier heute noch in 4K spielen können, ja, und das doch deutlich annehmbar. Was wir in der ersten Folge von Trains gesehen hatten mit der kleinen Straßenbahn aus Hamburg, mit dieser relativ kleinen Karte, haben wir hier eine mega, mega riesen Anlage, die wir hier abfahren können. Und das Ganze, ich glaube, mit über 200 Haltestellen ist da ordentlich Content drin. Und wie gesagt, wenn man sich damit halt wirklich auseinandergesetzt hat, dann konnte man da dementsprechend halt auch die ganzen Aufgaben eventuell, ja, oder konnte man sich so eigene Aufgaben natürlich zusammenbasteln, was natürlich ein bisschen Zeit kostet und natürlich Erfahrung. Und diese fehlt mir natürlich heute. Denn, ja, wie gesagt, ich selbst war halt kein Trains-Spieler gewesen. Und jetzt haben wir uns mal so ein bisschen die Karte angeguckt. Wie gesagt, das ist Modell Nummer Uno. Wir werden uns natürlich auch das andere Modell noch anschauen. Und ja, es sieht schon ein bisschen sehr fiktiv aus. Sie heizen natürlich hier ein bisschen rum. Ne? Also Fahrphysik ist leider hier noch nicht so hundertprozentig vorhanden, was ich sehr schade finde. sind die gerade auf dem Flughafen, so wie es aussieht? Oder ist das ein Stadion? Ein Flughafen, nein. Also eine Straßenbahn, die einfach mal direkt zum Flughafen fährt. Wundervoll. Haben natürlich auch die interne Kamera, wo wir hier natürlich dann live mitfahren können und natürlich auch die Straßenbahn übernehmen können. Wir können uns natürlich hier uns währenddessen natürlich umschauen.
Das Ganze wird natürlich gestellt hier. Haben die Verfolgerkamera, ne? Externe Kamera und eine frei bewegliche Kamera. Hier sehen wir zum Beispiel, ne, diesen Fehler, den ich meine. Straßenbahn ist komplett weg. Und wenn wir jetzt hier so kurz. Ja, also, es ist schon schade. Aber wir sind an der ersten Haltestelle angekommen, wie ich gerade sehe. Und er schildert das Ganze auch nicht. Aber natürlich die frei bewegliche Kamera, ne, wo wir hier uns die Karte natürlich hier angucken können. Und ja, ihr seht selbst, ne, wie groß eigentlich diese komplette Anlage ist. Also, das ist Wahnsinn, was hier alles drin ist. Wir können natürlich hier auch alles verstellen, so wie wir wollen. Wir können hier hinfahren, wo wir möchten, wo es Gleise gibt oder sowas, ja. Also, das ist in Trains, ja, können wir machen, wie wir wollen. Allerdings, wie gesagt, hier wirklich nur schade ist, dass es hier keinen KI-Verkehr gibt. Also fühlt sich doch schon ein bisschen älter an dadurch, ne? Ob da wirklich jetzt so Leute einsteigen oder sowas, das weiß ich auch noch nicht. Und ja, aber so von der Anlage, Linkin Park, nicht Linkin Park, sondern Linkin. Okay, ist hier natürlich vorhanden. Wir haben natürlich unsere Fahrer, ne, die wir jetzt hier haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Fahrer Nummer 1 klicken, springen wir natürlich direkt zu Straßenbahn Nummer 1. Und genau die wollen wir heute mal übernehmen. Können natürlich sagen, dass er hier Straßenbahn anhalten soll, dass wir den Fahrplan verwerfen und alles sowas. Ja, das funktioniert. So, was können wir hier machen? Details anzeigen. Ja, also das funktioniert halt auch. Ich guck gerade mal. Ne, wir können jetzt aktuell das nicht übernehmen. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Dave wartet auf Streckenfreigabe. Alles klar. So, jetzt lassen wir hier die Passagiere hier einsteigen. So, hier sehen wir mal die komplette Karte in voller Größe. Und ihr seht jetzt. Das sind schon ordentlich viele Haltestellen. Das sind ordentlich viele Haltestellen. Ja, also wir haben hier das Ganze ein bisschen aufgeteilt in drei Inseln. Erinnert ein bisschen stark an GTA, nämlich GTA 3. Und hier sehen wir dann wirklich alle, jede einzelne Signale, also jede einzelne Weiche, die wir hier zum Beispiel einstellen können oder sonstiges. Ne, das können wir mal kurz hier mal wegmachen, so machen wir nicht. Ja, also und können natürlich dementsprechend da auch hinspringen. So, Fahrplan absolvieren. Aber wo war denn das? Drive to. Konnten wir denn jetzt hier sagen, dass wir den übernehmen? Nee, das war jetzt auch falsch. Wir zum Beispiel sagen, Fahrplan verwerfen. Aber ich würde da jetzt gerne mal hinwollen. Gehe zu Zug. Fahren. Und ja, unsere Straßenbahn ist leider weg. Aber da können wir jetzt hier oben, nämlich hier in diesen Modus gehen wieder. Und natürlich hier an unserer Straßenbahn. Und wir können sie immer noch nicht bedienen. Was soll das? So, wir können natürlich Befehle geben, aber nicht selbst fahren? Was ist da los? Also wir können zwar... Können wir uns umgucken, okay. Aber wir können sie nicht selbst steuern. Das ist natürlich jetzt ein bisschen öde. Also es geht natürlich, wenn ich jetzt natürlich wüsste... Wo man das wieder macht. Lokfahrmodul beenden. Lokführer Trains beenden. Nee. Da ist es doch. Guck mal hier. Jetzt können wir. Und die Tasten gehen nicht. Schade. Was ist denn da los? Das können wir nämlich denn selbst die Straßen mal übernehmen. Weil wir wieder im Trafo-Modus nur sind. Da
Das ist das, was ich meine, ja. Man muss sich hier schon so ein bisschen auseinandersetzen. So, ab in die Wendeschleife. Jetzt geht's zurück. Können natürlich jetzt erstmal fahren, wie wir wollen. Modula City 2004. Es gab, glaube ich, für gefühlt jedes, für jeden Ableger von Trains gab es irgendwie gefühlt eine eigene Straßenbahn-Addon. Was eigentlich eine ziemlich coole Sache ist. Man hat nicht die Leute vergessen, die sich für sowas tatsächlich begeistern, ja, so Straßenbahn und Co. Ja, sondern die wollten schon, dass die Leute da ein bisschen mehr, mal ein bisschen was machen. Und natürlich fand ich es klasse, wie ich heute noch gelesen habe, dass einige Leute von euch wirklich heute noch den Train-Simulator spielen, natürlich auch den neuen. Ja, und das ist natürlich eine coole Sache. Ich würde mich da auch so gerne reinfummeln, ja, aber das ist halt mittlerweile, weiß ich nicht, bin ich so beschäftigt mit dem Train-Simulator von Dovetail Games, Train-Sim World, Zusi, ja, dass ich mir jetzt irgendwie Trainsets nicht auch noch ins Bein binden möchte. Obwohl das halt bestimmt schon mega interessant ist und ich bin schon in Pro Train Perfect 2 schon einige Aufgaben gefahren, muss ich ganz ehrlich sagen muss. Also ist schon cool auf jeden Fall. Ja, allerdings halt nicht so wie heute jetzt in Train-Simulator mit SIFA, PCB und Co. Das war ein bisschen zu schnell. So. Also, Bremsen tut sie richtig gut. Yay. Kling, kling, kling. Ja, fahren wir hier auch nochmal irgendwie raus hier aus dem Flughafen. Also, so nur Flughafen mir angucken möchte ich jetzt auch nicht. Mal schauen, ob ich noch irgendwann mal rauskomme. Es ist schon ein großer Flughafen. So, richtig schön scharf abgebremst hier. Ich will hier irgendwann raus. Zum Beispiel jetzt irgendwie langsam das Gefühl habe, wir fahren im Kreis. Aber es gibt ja hier irgendwie gerade keine Abzweigung oder sowas. Oh, jetzt aber natürlich zu scharf abgebremst hier. Wie gesagt, das erste Modell hier. So, da kommt was. Wir sind am Ausgang. Polizei steht hier schon. Ja, wartet schon, bis wir rauskommen. So, endlich. Jetzt sind wir mal raus hier und können uns jetzt mal die Stadt angucken. Airport Parking, Airport Cargo. So, ich glaube, der hat die Tür aufgemacht, ne? Ja. Türen sind offen. Alles einsteigen, bitte. Wir sind raus hier.
aus dem Airport. Ah ja, ein langes Stück, was wir da abgefahren sind. So. Leider sieht man jetzt nicht, wo die Weichen lang gehen. Oh Gott. Das ist also wieder ein Check. Wir dürfen hier nicht stehen bleiben. Es geht, glaube ich, nach links, kann das sein? Das sieht irgendwie nach links aus. Ja. Zum Farpoint fahren? The train is leaving the station. Na denn, auf und davon. So, alles einsteigen. Ja, wie gesagt, so richtige Aufgaben gibt es leider nicht. Finde ich schon persönlich ein bisschen schade. Wir fahren zum Farpoint. So, jetzt haben wir eh rot. So. Und dann warten wir mal ganz kurz, bis wir grün bekommen. Und dann geht's weiter. Weichen sind gestellt. Fire Department Farpoint. Und los geht's. Ja, aber wo ich das gesehen habe, ich habe mir ja wirklich die Trainzeile jetzt besorgt und bin natürlich auch im Internet auf Modular City gestoßen und habe da mal so rumgeforscht, ob man da heute noch irgendwie rankommt. Ja, leider nicht mehr im Internet, außer wie gesagt jetzt hier als Download. Ja, könnt ihr das dann wie gesagt auf Steam kaufen. Allerdings für 9,99 € müsst ihr natürlich gucken, ob euch das wert ist. Ich meine, heutzutage mit Lotus und Omsi und weiß ich nicht, gibt es natürlich schon Straßenbahn-Simulatoren, die wahrscheinlich ein bisschen fortschrittlicher sind. Und also lassen wir mal Lotus jetzt weg hier an dem Punkt jetzt, weil ich denke mal, wir haben hier eine Riesenkarte, die jetzt hier kommt, vollständige Fahrzeuge, die wir hier fahren können. Aber Omsi, wenn wir da zum Beispiel mit dem KT4D zum Beispiel über Karten rüberschippern mit Fahrpläne, Fahrgäste und Co., ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich wahrscheinlich eher so Richtung Tendenz Omsi sagen, ja, zumal ihr da einfach deutlich mehr zur Auswahl habt. Ja, weiß ich nicht, ganz ehrlich, ob man hierfür überhaupt noch irgendwelche Aufgaben bekommt, ja, die man sich eventuell noch runterladen könnte. Dass man hier zum Beispiel dann auch Fahrzeuge hat, KI-Verkehr oder sowas. Vielleicht, ja, weiß ich nicht. Ich denke mal, in den Grafikeinstellungen wird sich da jetzt wahrscheinlich nichts getan haben, dass man jetzt sagen könnte, so, okay, vielleicht irgendwas vergessen einzustellen in den Grafikeinstellungen oder sowas. Boah, jetzt ziehe ich hier natürlich rum. So, lass mal einsteigen. Und ja, auf jeden Fall finde ich das eigentlich schon eine relativ coole Sache. Wie gesagt, leider zu spät für mich, ja, weil, wie gesagt, Microsoft Train Simulator hatte bei mir oberste Priorität gewesen, dass das Ganze an mir komplett vorbeigezogen ist. Aber viele sagen auch heute noch, ja, dass sie zum Beispiel den Pro-Trains und Co. deutlich interessanter finden als zum Beispiel, ja, Lotus Train Simulator oder sonstiges. Also fortschrittlicher als der Microsoft Train Simulator ist er definitiv, ja. Aber wie gesagt, also ich erinnere mich düster, dass ich, wie gesagt, Trainzeit halt damals nicht spielen konnte, weil mein Rechner da irgendwie immer zu schwach war. Ne? Zu schwach auf der Brust. Aber nun gut. Zeiten sind vorbei. Aber
schön, dass es, wie gesagt, heute das hier immer noch gibt, dass man das halt dann spielen kann, kaufen kann. Und heute nochmal die alte Zeit zum Beispiel passieren lassen möchte, was man so früher, so jahrelang, tagelang wahrscheinlich durchweg nur gespielt, gesuchtet hat. Ja? Absolut nachvollziehbar. Ja, wir sind jetzt natürlich hier irgendwo in Buxtehude. Werden wir uns im nächsten Part, wie gesagt, die andere Straße mal anschauen. Und da werden wir dann mal mitten in die City fahren. Mal schauen, jetzt sind wir hier natürlich so ein bisschen ländlich unterwegs. Ist auch mal schön. Ist auch mal schön. Ja, zum Beispiel für den einen oder anderen, der sich zum Beispiel Ideen besorgen möchte, ja, um seine eigene Strecke eventuell noch heute zu bauen. Ich meine, ich besitze ja auch den allerneuesten Trains. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er heißt. Wollte ganz ehrlich passen. Ich habe den auch noch nicht einmal gespielt. Hey, Feuerwerk! Bam, bam, puff! Oh, das ist schon ein Highlight. Das sieht nice aus. So was gab es damals alles. Gefühlt im Microsoft Train Simulator nicht. Was gab es nicht. Ja. Aber es ist halt auch schon eine andere Zeit wahrscheinlich. Komplett andere Zeit. Schön. Ah, wir sind jetzt also zum Freizeitmarkt gefahren. Hier sehen wir Fairpark University. Natürlich die Frage, wo wollen wir hin? Fahren wir nach links, würde ich sagen, ne? Fahren wir mal um den Rummel rum. Was war denn da los? Ja. STRG halten. Was ist denn da los? Warum hat es uns zerstört? Das möchte ich jetzt gerne wissen. Wir hier nicht rumfahren dürfen? Doch, oder? Sind gefühlt irgendwie hier hängen geblieben. Hm. Das ist ja äußerst schade. Aber da hat es uns auf jeden Fall in die Einzelteile zerschossen. Ist ja der Wahnsinn. Aber die Weichen waren noch gestellt, oder? Dazu steht auch dieses ZZ da. Ja, da hat es uns jetzt auf jeden Fall zerlegt. Schade. Gut, ja Leute, wenn wir uns im nächsten Part mal die andere Straße mal anschauen. Das war jetzt eigentlich nicht beabsichtigt gewesen, dass wir die jetzt kaputt machen hier auch noch. Heieiei. Ich schaffe aber auch alles. Gut, das war auf jeden Fall eine neue Folge hier vom Trains. Hier auf jeden Fall. Mit dem Standalone Carbon City. Wie gesagt, im nächsten Part werden wir uns mal die andere Straßenbahn anschauen, die noch in diesem Addon hier verfügbar ist. Und werden wir hoffentlich mal gucken, dass wir mal ein anderes Stadtteil sehen. Jetzt nicht so ländlich, sondern mal so ein bisschen Stadtteil auf jeden Fall. Und wenn euch das Video natürlich gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen. Freue ich mich drüber. Und sonst sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit Trains hier auf diesem Kanal. Damit verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.